Wie war es, hier in Zürich anzukommen, wieder heimzukommen? Sehr schön, so zu empfangen, also so empfangen zu werden. Ich bin ein bisschen müde vom Flug, aber freut über Schnittas. Und ja. Und was ist jetzt das Programm? Auf was hast du dich gefreut, jetzt auf dem Heimkommen? Auf Familie, auf Freunde, sie wieder zu sehen und in die Schweiz zu sehen, nach dem langen Aufenthalt in China, zu essen. Und es ist schon, ja. Nein, wie schön, wieder da zu sein. Und wie war es in China? Also, wie kann man sich das vorstellen, so einen Model-Contest? Ja, also wir waren so in einem 5-Sterne-Hotel mit Blick auf das Meer und den Pool und hatten dann auch durch den Tag Lauftraining. Wir hatten so Choreoproben, Fotoshootings, aber eigentlich den ganzen Tag immer Programm laufend. Und ja, man ist dann immer so ein bisschen mit den Kandidatinnen. Am Anfang hatte man den Überblick noch gar nicht gehabt. Im Ganzen waren wir fast 70 Modis gewesen. Und gegen Schluss ist dann wirklich diese Freundschaft entstanden, wo man jetzt auch dann noch Kontakt pflegt. Ja. Und wie war es gewesen, mit von so vielen schönen Frauen umringt zu sein? Ja, es war speziell gewesen. Man hat ja immer so ein bisschen geschaut und hat immer wieder neue Gesichter gesehen und gedacht, wow, sie ist auch ganz schön und noch schöner und überhaupt. Und also, ich hat wirklich nie gedacht, dass ich den Contest gewinnen würde. Also, es war eine totale Überraschung für mich. Und was ist so durch den Kopf, wo du gehört hast, hey, du hast gewonnen? Endlich aber gar nicht viel. Also, es war so ein Schock im ersten Moment. Und dann gar nicht wirklich können reagieren. Mit den Kollegen müssen vorschieben, dass eben ich da Gewinnerin bin und dass ich jetzt den Blumenstrauß abholen und kann und vorlaufen kann. Und ja, aber es erst nachher ist dann wirklich realisiert. Wir realisieren es eigentlich jetzt auch noch nicht wirklich so, was es genau heisst, den Contest zu gewinnen. Ja. Ja, was denkst du, was wird sich jetzt verändern, was erwartest du? Ja, das ist schwierig zu sagen, was jetzt. Also ich lasse mich überraschen, was jetzt in nächster Zeit wird sein. Zuerst heisst es jetzt wieder mal zurück in die Schule, nachschaffen, zuerst nachschreiben und nachher mal schauen, wie es weitergeht. Also ich bin auch froh, dass ich so Emotionen darf erleben und auch kann ausleben und das spüre nachher von meiner Tochter, als sie da in die Halle reinkommt, das werde ich nie vergessen, das garantiere ich.